Nur faktisch will ich auch sagen, ich bin geboren geworden, nicht in Niemenschen, wo ich habe gelebt, von dem Alter von 2 Jahren. Ich bin geboren geworden in Stolpce. Und meine mein Piersum zu dem Stadt ist, als ich bin geboren, ich bin gewesen in Israel auf internationalen Kongress in 1968 Jahr, sind wir eingeladen zu dem Präsident von Israel in dem Innoven. Hat er allem gegrüßt in Englisch und ich habe ihm geantwortet in Ivrit, in Hebräisch. Fragt er mir, von wann kennst du Hebräisch? Sag ich, ich habe gelernt in Vilna, in Tarbut Gymnasium Hebräisch. Fragt mir Zalman Shazar, der zweite Präsident of Israel, du bist geboren in Vilna. Sag ich, faktisch, ich sage es in Vilna, aber genau gesagt bin ich geboren geworden in kleinen Städten nicht weit von Vilna. Sagt er, was ist der Name von Städten? Sag ich, ich bin sicher, ich habe keinmal nicht gehört von einem Ort. Sagt er, nun probier, sag mir, wo es ist gewesen. Sag ich, Stolpce. Sagt er, Stolpce, du weißt den Namen von dem Akuscher, was zugenommen dir von deiner Mutter? Sag ich, ja. Er hat geheißen Dr. Greenberg. Sagt er, das ist gewesen der Akuscher, was hat zugenommen mir von meiner Mutter. So, dann haben wir angefangen, ein langes Gespräch, und alle Fotografen haben genommen eine Sache, zähnliche Fotografien mit mir und Zalman Shazar, und das ist gewesen sehr interessante Gespräch mit dem. Später habe ich mit dem geredet, andere Sachen noch. Das ist gewesen der erste Auftruf mit Zalman Shazar.